Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Ist aktuell die Beta von Dragon Ball The Breakers draußen und wir werden mal zusammen reinschauen im Stream. Es ist wohl so ein bisschen wie Dead by Daylight, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt also einen Bösen oder einen Bösewicht und sieben Gute oder sieben Normalos. Und die sieben Normalos müssen sich irgendwie verstecken und überleben. Und der Bösewicht muss halt alle umbringen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich habe da vor einem Jahr oder so, habe ich das mal gesehen, oder ein Trailer oder so, oder da wurde drüber gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich jetzt rauskommt. Jetzt habe ich gerade gesehen, das ist wirklich tatsächlich jetzt, kommt das im Oktober raus, 16. oder 26. Oktober. Und ich will auf jeden Fall jetzt hier mal in die Beta schauen. Das wird bestimmt ganz geil. Wenn ihr da in Zukunft nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und jetzt viel ganz viel Spaß mit den Highlights. Online-Kampf, Episoden, spielen Prolog als Überlebender. Übungsmodus. Übe mit bis zu sieben anderen Spielern. Angriff der Räuber entkommen. Raum beitreten. Taste eingeben. Okay, cool. Geh mal in Game rein. Bin gespannt. Also ich glaube, das Game hat richtig viel Potenzial. Dead by Daylight ist ja auch übel gehypt. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz geil wird. Das kostet nur 20 Euro. Also ich guck mal gerade, ob es das auch als Retail-Fassung gibt. Auf Amazon. Da verlinke ich euch das unten. In der Videobeschreibung. 8 von 8. Let's go. Okay, jetzt kann ich hier... Was kann ich hier machen? Bereit. Überlebensset wechseln. Ich hab nur das. Mitglieder anzeigen. Ich. Obey. Tilon. Okay. Ansicht wechseln. Okay. Ich kann nichts machen. Ich sage einfach mal bereit. Und wir mit... Da, guck. Wir sind 7 Normalos. Ach, guck mal, da rechts... Ist auch, ist cool. Ja. Und wir müssen ja halt jetzt überleben. Gesten. Okay, ich glaube, wir laden gerade, ne? Zellräuber Stufe 2. Dragon Ball Game. Hallo, Frau Tagtraum. Ich weiß halt nicht, ob das der Räuber auch ein Spieler ist oder ob der... Guck mal, die hat sich direkt dieses Ding geholt. Oder ob das... Sind wir ein Team? Oder ob der Computer gesteuert ist. Überlebender, Überlebender. Okay, ich laufe dem erstmal weiter nach oder so, ne? Ich sagen, oder? Haha, eingesteckt. Weil ich schneller bin. Wow, was macht sie? Wow, was da? Ey, ich spring zu hoch. Gib mir das. Drachenradar. Das ist sehr gut. Okay, Drachenradar. Kraftschlüsselbereich E gefunden. Okay, ist Zeug einsammeln. Wo wissen wir denn da jetzt, wo Zell ist und so? Wissen wir überhaupt, wo Zell ist gerade? Woher weiß ich, wo ich jetzt hin muss? Ich verstehe auch nicht, was er sagt, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ich weiß auch nicht, wie vorsichtig ich jetzt hier sein muss. Ha? Guck mal, da oben ist Zell. Ha? Jemand will diesen Bereich zerstören. Oh mein Gott, weg, weg, weg. Renn, renn, renn. Renn, renn, renn. Ich will nicht raus. Renn doch schneller. Gott, das schaffe ich niemals. Das schaffe ich nicht mehr. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Und jetzt? Okay, guck mal, da ist Zell. Ich glaube, das ist ein richtiger Spieler. Hat der nicht voll den Vorteil? Jetzt bin ich raus. Zurückziehen. Aha! 8 von 8. Wir haben es geschafft. Das ist ja schon mal ein Clap wert. Wir haben ein Spiel gefunden. Oh yeah. Guck, jetzt bin ich Bulma. Das ist doch cool. Wie sieht denn der in der Mitte aus?
Gegen Freezer. Räuber Stufe 1. Okay, jetzt müssen wir mal mehr schaffen. Dann wird das schon. Bulma hat so coole Expressions. Super Timer Maschina. Oh, Dragon Radar. Fahren. Oh, das war gut. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wo weiß ich, wo Freezer ist eigentlich? Weiß man nicht, ne? Okay, ich blick gar nicht, was ich machen muss, ne? Ach, guck mal, da ist schon offen. Das heißt, hier war schon einer. Da ist auch einer. Guck mal, hier ist doch was. Was ist das denn hier? Kraftschlüssel benötigt. Okay. Okay. Das ist ja alles schon gelootet. Aber was macht man, wenn schon gelootet ist? Macht man dann auch irgendwas oder chillt man einfach sein Leben? Hier schon alles schon gelootet, ne? Kraftschlüssel vom Bereich A gefunden. Auch schon gelootet. Okay. Auch schon gelootet alles hier. Ich weiß auch nicht, ob ich gerade übel Krach mache, aber keine Ahnung. Auch schon gelootet. Aber guck mal, hier ist eine Waffe. Ja, Waffe. Gut. Vielleicht kann ich jetzt schießen, ne? Die 4600 von 4000 Zen. Abklingtrank. Okay. Wie trinke ich denn? Wie trinke ich denn? Ah, da. Kreis? Nee. Wie trinke ich denn? Ich kann den nicht trinken, glaube ich. Wir haben schon eins aktiviert anscheinend irgendwie. Ich blick gar nichts, ne? Hat das kein Tutorial? Doch, das hatte ein Tutorial. Aber ich glaube, das Tutorial war nicht sehr hilfreich. Du musst halt so Schlüssel finden und mit den Schlüsseln. Ach, guck mal da, man sieht den Gegner jetzt. Da war kurz der Gegner. Der ist ganz weit weg. Man muss halt so Schlüssel finden und mit den Schlüsseln aktiviert man dann diese Zeitkapsel, womit man dann wieder fliehen kann. Guck mal, der Gegner ist ganz weit weg. Da habe ich auch erstmal gar kein Problem damit. Ne? Absteigen. So, hier ist der Option. Das öffnen. Aufheben. Schon wieder ein Dragon Radar. Guck mal, da ist sogar ein Dragon Ball. Hier von hier aus nicht hin. Was ist das hier? Aufheben? Verwandlungskraft. Ups. Kann ich auch schwimmen? Oh, ich kann auch schwimmen. Guck mal, hier ist schon gelootet. Wir haben schon ganz viele Kraftschlüssel, aber die muss man auch irgendwo einsetzen. Weiß nicht, ob das gemacht wurde.
Einer hat auch, ey, ein paar Leute haben auch schon Dragon Balls. Okay, ich glaube, meine Kollegen sind einfach richtig gut und ich bin richtig scheiße. Wo ist hier jemand toxic? Also ich bin nicht toxic. Doch, ich hatte ein Tutorial, hä? Weißt du, Nobu war gar nicht dabei und will jetzt hier mitreden. Nobu. Wir hatten ein Tutorial, haben wir auch alles schön gemacht. Super Timer Maschine. Was ist das? Das ist so im Bereich X erschienen. Wo soll ich denn wissen, wo Bereich X ist? Bestimmt können die mich nicht retten. Wo muss ich hin? Wo ist denn Bereich X? Wo soll ich denn wissen, wo Bereich X ist? Ah, Bereich X. Ach, guck mal, hier ist eine Karte. Leute, hier gibt es eine Karte. Entspannend. Raketenwerfer, nehme ich auch mit. Den nehme ich auch mit. Bereich X, hier ist Bereich X. Hier ist irgendwas erschienen. Da. Junge. Oh oh. Scheiße, wie komme ich jetzt da hoch? Ja? Guck mal hier. Zack, zack. Nein. Zack, zack. Ja. Haben es gleich. Ist hier noch hoch. Freezer ist fast tot. Der Räuber hat noch 50%. Ich fühle mich gerade so nutzlos, ne? Ich muss doch hier absteigen. Was kann ich denn noch machen? Rauch? Ach, guck mal hier, Trampolin. Oh. Ich weiß immer nicht, wie ich meine Attacke einsetze. Oh. Rauch. Starten. Nein! Hilfe! Ich weiß gar nicht, wie ich meine Waffe hier einsetze, ne? Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich hier mache. Ich kann einfach mal. Was ist das hier? Ah, Wechsel. Guck mal, wer ich bin. Aha. Wo bist du? Ich treib dich an. Räuber besiegt! Ich hab was gemacht! Ich hab den Final Hit gegeben! Ich will auch so eins. Gewonnen! Baller ihn ab, ja! Ich wusste nicht, wie man ballert, aber der war gut. Geil, easy! Ah, es war einfach. Ich habe genau die ganze Zeit verstanden, was ich machen muss. Ich wusste ganz genau, was abgeht. Ja, aber ich glaube, das Game könnte Potenzial haben, wenn man weiß, was man tun muss. Ist schon ganz geil. Lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns vielleicht zum Release wieder. Haut rein.